Das Moonboon-Tragetuch kann für Neugeborene und Babys bis zu einem Gewicht von 10 Kilo verwendet werden. Es hat eine kleine Reißverschlusstasche für Kreditkarten, den Schnuller oder andere kleine Dinge. In diesem Video zeigt Nicole, wie man das Tragetuch benutzt. Finde die Mitte des Tragetuchs. Ein kleines Logo zeigt an, wo sich die Mitte befindet. Lege das Tragetuch auf die Mitte deines Bauches und überkreuze die Enden auf deinem Rücken. Stelle sicher, dass die Enden währenddessen nicht verdreht werden. Nimm die Enden und ziehe sie durch das Tragetuch. Ziehe das Tuch fester, gerade ein bisschen mehr, als du vielleicht denken würdest. Sonst sitzt das Kind nicht stabil. Kreuze die Enden und bestimme so, wie hoch das Baby sitzen wird. Je größer und schwerer das Baby ist, desto tiefer wird auch das Kreuz sitzen. Eine Daumenregel ist, dass das Kind so sitzt, dass du ihm einen Kuss geben kannst. Kreuze die Enden wieder auf deinem Rücken. Mache nun einen Doppelknoten. Jetzt kannst du dein Baby ins Tragetuch setzen. Beginne damit, dein Baby über eine Schulter zu legen und stütze dabei den Kopf. Lege das eine Bein des Babys unter eine Seite des Tuches und dann das andere Bein unter die andere Seite. Lege die Seiten des Tuches über das Baby. Beginne mit der inneren Seite. Es ist wichtig, dass die Seiten des Tuches gleichmäßig sind und dass der Stoff vollständig unter dem Po des Babys sitzt und bis zu den Knien reicht. Das Baby muss wie ein Frosch sitzen. Die Knie sind oberhalb des Pos. Lege die Schultern in das Tragetuch. Wenn das Baby sich beruhigt hat und schläft, kannst du auch den Kopf ins Tuch legen. Zum Schluss legst du das Stück, mit dem du angefangen hast, mit dem Logo über das Baby. Achte darauf, dass das Baby sicher sitzt und der Po gut vom Tuch gestützt wird. Sorge dafür, dass dein Baby frei atmen kann, indem du den Stoff ein wenig zur Seite ziehst. Viel Freude!